Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder GTA Online. Und diesmal habe ich einen Guide für euch, und zwar den Caprico Guide. Ich zeige euch immer mal, wie man es am besten schnell und leise machen kann. Also ich würde sagen, wir reden nicht lang rum und starten sofort. Das Ganze machen wir natürlich solo. Es kommt auch irgendwann, heute oder morgen kommt auch noch ein Guide, wo ich es mit einem Freund erkläre, in ein Duo-Guide. Und ja, am besten, ihr macht bei, es ist eigentlich egal, welche Waffen ihr benutzt, Hauptsache ihr habt einen Schalldämpfer, weil ohne Schalldämpfer ist es unmöglich eigentlich. Weil wenn ihr einmal schießt, schlägt sofort der Alarm an. Deswegen würde ich sagen, let's go. So, also ich schwimme mal hier nach vorne. So, dann, wenn ihr hier seid, müsst ihr schnell euch ein Boot besorgen. Perfekt. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis ihr ein Boot bekommt. Müsst ihr halt treffen. Manchmal dauert es auch echt lang bei mir, bis ich ein Boot bekomme. Aber diesmal ging es schnell. Das ist echt nice. Dann schnappt euch einfach das Boot und dann fahrt ihr hierhin zur Landebahn, wo ihr es parkt, ist euch überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr es wieder findet, dass ihr dann zum Anwesen fahren könnt, weil das ist hier nur zusätzliche Beute, was ich jetzt hole. Wow. Dann steigt ihr das Boot aus und läuft einfach zum Hangar und gönnt euch die Beute. Und was ich euch auch noch sagen wollte, also meistens bin ich nur hier am Hangar. Hier ist es. Aber sehr, sehr selten bin ich auch hier. Aber da ist es echt gefährlich, weil da viel mehr Gegner sind als hier. Okay, die Wache hat sich jetzt erst umgedreht. Deswegen würde ich sagen, warten wir noch kurz, bis sie sich nochmal umgedreht hat. Yep, weil jetzt würde der sich umdrehen und würde uns höchstwahrscheinlich entdecken, wenn wir jetzt hinlaufen würden. Jetzt müssen wir einmal nur warten, bis er sich wieder umgedreht hat. Und dann können wir zum Hangar. Okay, jetzt hat er sich umgedreht. Jetzt einfach schnell hier hinlaufen. Zack. Dann einfach hier aufschneiden oder aufbrennen,
Und dann einfach die Beute schnappen. So. Hier oben. Da oben ist Beute. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie kommt man da hoch? Das ist sehr einfach. Ihr nehmt einfach den Gabelstapler und schnappt euch die Kiste hier. Euch wird auch niemand entdecken. Also, die sind sehr taub hier. Wenn man nicht so dumm ist wie ich, schafft man das so. Dann muss man es hochheben. Und dann hier parken. Nein, upsi. Dann hier hochklettern, hier hoch. Und hier auch aufbrennen. Und die Beute mitnehmen. So, die Wache kommt jetzt, glaube ich, wieder zurück. Deswegen warten wir hier wieder. Jetzt müssen wir wieder warten, bis er sich einmal umgedreht hat. Und jetzt können wir wieder hier rauslaufen. Und zurück zum Boot laufen. So, wo ist unser Boot? Ich sehe es nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wir können uns einfach hier wieder einsneaken. Oder auch nicht. Hier ist jetzt einer. Oh, gerade noch so. Oh, schade. Dann kickt ihr den weg. Und dann fährt ihr einfach zum Anwesen von El Rubio. Dauert jetzt noch kurz. Solange ich dahin fahre, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt und meinen Kanal abonnieren würdet.
Ist kostenlos. Wow. Nein, nein, nein. Oh Gott. So, wir sind fast da. Dann geht ihr einfach hier, geht ihr raus und Richtung Abwassertunnel. Oh Gott, ich treffe nichts. So, hier angekommen, wenn ihr hier angekommen seid, ihr müsst niemanden erledigen. Geht einfach, klettert ihr hier auf das Geländer und läuft zielend geradeaus. Und dann klettert ihr hoch. So. Dann, wenn ihr sicher sein wollt, zielt ihr hier auch und klettert drüber. Dann wow, das war echt knapp. Jetzt wartet ihr, bis der sich wieder umgedreht hat. So, jetzt läuft er da lang. Dann geht ihr hier. Den müsst ihr nicht töten. Und dann der Elitewache. Manche töten ihn, manche töten ihn nicht. Ich habe es mal probiert. Ich habe ihn getötet. Und er wurde aus irgendeinem Grund entdeckt. Also, ich würde euch raten, ihn einfach am Leben zu lassen und dann einfach hier laufen. Hier ist ein Wandtresor, falls ihr es nicht wusstet. So, Hecken ist wie immer gleich. Ich mache es jetzt mal langsam, dass ihr auch versteht. Also hier so. Ihr macht jetzt alle in diese so ganz... Das allererste, außer die letzten zwei. Und dann macht ihr 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5.
Und das gleiche ist bei jedem anderen. Es ist nicht schwer. Das Ganze macht ihr dreimal. Und schon seid ihr fertig. Dann schnappt ihr euch euer Hauptziel. Erstmal aufschneiden. Und dann klaut ihr euer Hauptziel einfach. Müsst ihr aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, so wie bei mir, weil ich lost bin. Nehmt ihr das. Wenn ihr oben Gemälde habt, könnt ihr die auch mitnehmen. Bei mir war es jetzt nicht der Fall. Dann sind wir hier fertig. Und dann läuft ihr einfach wieder aus dem Anwesen. Es sind jetzt mehr Wachen. Braucht keine Angst haben. Passiert euch nichts, wenn ihr aufpasst. So, jetzt. So, lasst ich mal kurz schauen. Und zwar läuft ihr ganz genau hier so, klettert übers Geländer und dann einfach hier hoch. Aber schnell, dass sich niemand entdeckt. Dann könnt ihr hier an die Wand gehen. Müsst jetzt halt aufpassen, dass sich niemand entdeckt. So, dann Kamera könnt ihr kaputt schießen. Und dann rennt ihr jetzt ganz schnell. Müsst ihr aufpassen, dass der euch nicht sieht. Das war jetzt auch sehr knapp bei mir. Dann klettert ihr hier rüber. Und geht zum gelben Punkt. Und dann geht ihr raus. Und dann rennt ihr einfach durch. Jetzt rennt ihr einfach ganz da nach vorne. Eigentlich sollte ich hier auch niemand entdecken. Wenn ihr das geschafft habt, geht ihr einfach hier runter. Vorsichtig. Au. Ist nicht schlimm. Und dann taucht ihr einfach, wenn es gehen würde. So, jetzt perfekt. Und dann schwimmt ihr einfach geradeaus. Und dann nach kurzer Zeit habt ihr es auch geschafft.
Perfekt. Elite-Herausforderung ist nicht unbedingt wichtig. Ist aber schon gut, wenn ihr es schafft. Bekommt ihr 50.000 GTA-Dollar extra. So. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Das war der Kölperico heißt. Es war ja gar nicht so schwer, oder? Also. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich bin raus. Ciao.